Willkommen zu deiner heutigen Geschichte in einem Jahr voll guter Geschichten. Ich freue mich ganz besonders, ich habe heute eine besondere Überraschung für dich. Meinen guten Freund Raja Fischer aus dem Wendland, der ist bei uns zu Besuch und spielt heute zu der Geschichte auf dem Flügel. So schön. Raja spielt schon sein ganzes Leben lang Klavier. Seit du 5 bist, hast du vorhin gesagt, genau. Ist Chorleiter und Klavierlehrer auch und hat das Unicorn Voice Camp von England nach Deutschland gebracht. Daher kennen wir uns und haben schon einige Sommer zusammen verbracht. Herzlich willkommen und viel Freude mit der Geschichte. Es gab eine Zeit, da kannten die Menschen keine Geschichten, keine Lieder, nicht mal einen Witz. Die Tage waren einer genauso wie der andere. Sie feierten auch keine Feste, keine Hochzeiten, keine Geburtstage, kein Weihnachten, nicht einmal eine Beerdigung. Jeden Abend saßen sie stumm zusammen am Feuer und starrten in die Flammen. Und manchmal schauten sie zum Himmel hinauf und betrachteten erstaunt die Vögel und lauschten ihrem Gesang. In diesem Haus in Grönland, da lebten ein Mann und eine Frau und ihre 3 Kinder. Und jeden Abend saßen sie zusammen am Feuer und schwiegen. Und wie sie eines Abends da so saßen, fehlte Großer. Die Kinder hatten nicht einmal Namen. Sie hießen Großer, Mittlerer und Kleiner. Und am nächsten Abend fehlte Mittlerer. Und die Eltern dachten, auf Kleiner müssen wir besser aufpassen. Aber am nächsten Tag geschah es, dass Kleiner allein draußen war und er erblickte plötzlich einen Adler. Einen Adler, der am Himmel seine Kreise zog. Und gerade vor seinen Füßen landete. Und dann nahm er die Gestalt eines Mannes an, mit einer krummen Nase. Endlich wieder ein Mensch! Bist du bereit zu lernen, wie man feiert? Oder sollen wir dich auch fressen, wie deine beiden großen Brüder? Kleiner war erstaunt. Er war erschrocken und er war auch neugierig. Ja, sagte er, zeigt es mir.
Der Mann nahm wieder die Gestalt eines Adlers an und er nahm Kleiner auf seinen Rücken. Und dann flog er hinauf, hinauf in den Himmel, höher und höher, sodass die Welt immer und immer kleiner wurde. Zu dem hohen Berg flog er, denn dort war der Horst, der Adler. Und da setzte er den Jungen ab. Und die Adlerfrau, die ordnete ihr zerzaustes Gefieder. Zerrupft sah sie aus und alt. Da, sagte der Adler, bringe ich dir wieder ein Menschenkind. Es will lernen, wie man Feste feiert. Bring es ihm bei. Die Adlermutter war erfreut. Und sie fing gleich an zu singen, ihm Melodien und Lieder beizubringen. Ja, aber Kleiner lernte nichts. Er konnte sich keine einzige Melodie merken. Sie sang ihm den ganzen Tag Lieder vor und wenn er versuchte, einen Witz zu erzählen, dann fingen der Adler und seine Frau an zu weinen. Und irgendwann sagte die Adlerfrau, Menschenkind, was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß auch nicht, sagte Kleiner. Ich weiß auch nicht, aber ich muss immer und immer an meine beiden Brüder denken. Und sie fehlen mir so. Und ich werde sie nicht wiedersehen. Ah, sagte die Adlerfrau, das ist es. Ich verstehe. Und dann brachte sie dem Jungen ein Klagelied bei. Ein Klagelied, das man singt, um Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen. Und da konnte Kleiner endlich weinen. Die Tränen strömten seine Wangen herab. Er weinte und schluchzte, dass es ihn nur so schüttelte. Und er schrie laut seinen Schmerz hinaus. Und dann begann er, das Klagelied zu singen. Es war das erste Lied, das er lernte. Und er sang es so lange, bis er es eines Tages singen konnte, ohne zu weinen. Vorüber. Von diesem Tag an konnte er jedes Lied lernen. Er konnte sich die Melodien merken. Er sang Lieder. Lieder, um den neuen Tag zu begrüßen. Lieder, um der Erde zu danken für all die Früchte, die sie hervorbringt. Lieder zum Dank an die Eltern. Ein Lied, um zu tanzen, und während er sang, begann er seinen Körper zu bewegen. Er lernte das Lied für den ersten Kuss. Und er wollte gar nicht mehr aufhören, damit zu singen. Und wann immer er die Traurigkeit und Melancholie in sich spürte, sang er das Klagelied, das er zuerst gelernt hatte. Und er merkte gar nicht, dass ein ganzes Jahr vergangen war. Er sollte noch lernen, wie man köstliche Speisen zubereitet, wie man das Haus schmückt für ein Fest und wie man sie empfängt. Und als er das konnte, erzählte er eines Tages einen Witz. Und er war so lustig, dass die Adlermutter und der Vater am Boden lagen vor Lachen. Es ist soweit.
kannst nach Hause zurückkehren. Der Adler nahm ihn wieder auf seinen Rücken und brachte ihn zurück. Zurück in die Welt der Menschen. Er setzte ihn ab. Und an diesem Abend stand Kleiner wieder vor dem Haus seiner Eltern. Er trat ein. Sie konnten es gar nicht glauben, ihn wiederzusehen. Und ohne ein Wort zu sehen, begann er zu singen. Ein Lied der Wiedervereinigung von Menschen, die sich lieben. Und seine Eltern begannen zu weinen. Und in dieser Nacht schlief er zwischen beiden Eltern, zwischen der Mutter und dem Vater. Nach Hause zurückgekehrt. Am nächsten Morgen, da machte er sich auf. Er ging von einem Haus zum anderen und er lud alle Menschen ein zu einem großen, zu dem allerersten Fest. Erstmal mussten sie ein Haus bauen, das groß genug war, sodass alle darin feiern konnten. Er brachte ihnen die Lieder bei und er zeigte ihnen die Tänze und wie man das gute Essen zubereitet. Und die Leute merkten etwas. Ihr Leben verwandelte sich. Sie saßen nicht mehr nur schweigend beieinander und langweilten sich. Sie fühlten Freude im Herzen, unermessliche Freude. Und schließlich kam der große Tag. Alle, die eingeladen worden waren, kamen zum Fest. Und dieses allererste Fest dauerte eine ganze Nacht. Sie lachten, sie sangen, sie aßen die köstlichen Speisen. In dieser Nacht bekam Kleiner einen neuen Namen. Sie nannten ihn Wiesel. Denn er huschte immer von einem Gast zum anderen. Er wollte von jedem wissen, wie es ihm geht, mit jedem einen Tanz tanzen. Ja, erst im Morgengrauen, da machten sich die Gäste allmählich auf den Weg nach Hause. Umarmten einander und verabschiedeten sich. Und Wiesel sah etwas Seltsames. Als sie das Haus verließen und davonliefen, da verwandelten sie sich. Manche in Rentiere, ein anderer Gast in einen Adler und wieder ein anderer in den großen, weißen Polarbären. Die Gäste waren Tiere gewesen, aber in der Zeit, in der sie miteinander gefeiert hatten, waren sie einander verbunden gewesen. Das ist nämlich so, wenn man ein gutes Fest feiert, dann sind ganz verschiedene Menschen verbunden. Ein paar Wochen später machte Kleiner sich auf den Weg. Er wollte die Adler noch einmal wiedersehen. Er wollte ihnen erzählen von seinem großen Fest, von all den Liedern, die sie nun sangen und von den Tänzen, die sie tanzten. Aber vor allem wollte er ihnen danken. Und er kam schließlich oben an. Und er sah, die Adlermutter war jung und schön. Ihre Flügel glänzten und schimmerten im Sonnenlicht. Und ihre Augen strahlten. Wenn nämlich die Menschen feiern, wenn sie zusammenkommen und singen und tanzen und lachen und weinen, dann werden die Adler wieder jung. Thank you.
Vielen Dank. Dir, gerne, Ryan. Gerne. Macht viel Spaß. Und die Adler, was hast du am Schluss gesagt? Die werden jung. Wenn die Menschen feiern und Lieder singen und Geschichten erzählen. Und die Menschen? Auch. Das ist der Quell der ewigen Jugend. So ist es. Vielen Dank dir, lieber Andreas. Hat dir die Technik aufgebaut für uns. Und Vielen Dank dir, liebe Annika, für die schöne Geschichte. Habt es gut. Habt eine wundervolle Woche. Seid von Herzen umarmt. Raya hat natürlich auch eine Homepage. Ich verlinke es unter dieser schönen Geschichte. Hat auch eine schöne CD gemacht. Love is always here. Ishk. Genau. Da könnt ihr gerne stöbern und noch die wunderbaren Lieder entdecken. Alles Liebe. Jetzt winken wir da lang. Genau. Ciao. Oh, das macht Spaß. Oh, ist mir heiß geworden. Jetzt bin ich in Flammen. Du schwitzt. Ja, genau. Das ist wie Wellenreiten. Also ich war ja noch nie Wellenreiten, so stelle ich es mir vor.